Der Friede sei mit dir. Ich habe dich schon sehnlichst erwartet. Setz dich doch bitte. Ich möchte dich weder manipulieren, austricksen noch betrügen. Ich will dich lediglich der Wahrheit, der Heilung näher bringen. Aber dann auch nur, wenn du es selber zulässt. Wir leben in einer Zeit, in der Milliarden von Menschen den falschen Weg nehmen. Einen Weg, der sie mit Sünde anhäuft und Unglauben vergiftet. Wir werden abscheulich und grausam, so blind, dass wir nichts hinterfragen. Folge dem Übel und wehe, du denkst darüber nach. Unheil ist auf dem Festland und im Meer erschienen wegen dessen, was die Hände der Menschen erworben haben. Damit er sie einiges von dem kosten lässt, was sie getan haben, auf das sie umkehren mögen. Moralisch verwerfliche Beziehungen haben unsere Familien zerstört, zerschmettern unsere Bindungen und wir lassen zu, dass das Verbrechen unsere Kinder erzieht. Einfache Fehler haben unseren Körper mit fatalen Krankheiten infiziert und töten unsere Babys, bevor sie überhaupt zur Welt kommen. Aufgrund der Gier gehen täglich 850 Millionen Menschen jede Nacht hungrig ins Bett. Dabei versuchen sie ihre Situation so angenehm wie möglich zu gestalten. Inzwischen müssen 4 Milliarden Menschen täglich mit 4 Dollar auskommen. Während ich gerade hier zu dir spreche, jagt das Böse mehr und mehr die Menschen. Es ist eine Bestie, die uns schleppend mit Schmerz, Elend und Leid füttert. Wir müssen uns jedoch selbst die Frage stellen, wer trägt die Schuld? Wenn du denkst, dass all das aufgrund unserer Führer passiert, dann wisse, dass diese Führer ja nur existieren, weil wir es ihnen erlauben. Das Problem liegt nicht bei ihnen. Vielmehr liegt das Problem tief in uns selbst. Wir selbst sind für jede vergossene Träne verantwortlich, für jeden Schrei, für jeden Schmerz. Unser allmächtiger Gott, er schuf jeden von uns als einzigartiges Individuum. Er segnete uns mit Herzen, um seine Existenz zu spüren, mit Augen, um seine prachtvolle Schöpfung zu beobachten, und Ohren, um seine Botschaft zu hören. Doch von der Verführung dieser ganzen materialistischen Welt überwältigt, wandten wir unseren Rücken unserem Schöpfer zu und haben den Sinn unserer Existenz verraten. Anstatt unsere Augen zu nutzen, um die Hindernisse zu entfernen, die uns von ihm trennen, liebt unser Herz das, was Gott hasst. Wir hören Dinge gegen seine schöne Lehre. Wir nutzen die Gnade unseres Schöpfers, um unsere selbstsüchtigen Begierden zu befriedigen. Wir sind Experten in materiellen Dingen und weltlichen Angelegenheiten geworden, doch sind dabei völlig unwissend dem Jenseits gegenüber. Dies ist die Ursache für einen unerträglichen und leidvollen Tod unserer Seelen. Wir sind unachtsam geworden. Unsere Unachtsamkeit Gott gegenüber hat uns von ihm getrennt. Statt dass wir mit Liebe und Güte besetzt sind, wurden wir selbst die Quelle des Übels und Hasses. Arroganz teilt uns in Bezeichnungen, Farben und Kategorien. Ignorieren die Tatsache, dass wir alle Menschen sind. Wir beobachten Ungerechtigkeit und uns ist es gleich. Wir befolgen der Tyrannei, statt diese zu bekämpfen. Unachtsamkeit ist keineswegs eine Krankheit, die dich als Individuum allein schadet. Vielmehr verbreitet es sein Unheil auch an deine Mitmenschen. Im Namen der Demokratie wurden Länder zerstört. Im Namen des Friedens wurden Länder okkupiert. Im Namen Gottes wurden Unschuldige abgeschlachtet. Womöglich trägst du selbst nicht die Waffe, doch die Tatsache, dass du darüber unachtsam bist, macht dich schuldig. Es tut mir also leid. Im Namen Gottes werde ich dich mit keinen Waffen versorgen. Vielmehr werde ich dich mit Wissen aufrüsten. Wissen, was deine Seele und die der anderen befreit. Du musst dich selbst fragen, ist deine Zeit denn noch nicht gekommen? Ist das denn nicht die Zeit, sich auf Gottes Weg anzustrengen und zu bereuen?
an dem, der mich hört. Ich ermutige dich dazu, auf deine schreiende Seele zu hören. Sie schreit nach Heilung. Sie sagt dir, dass dies der ideale Zeitpunkt ist, um sich auf Gottes Weg anzustrengen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um zu bereuen. Das ist die Zeit der Veränderung. Es heißt im edlen Koran in Sure 13, Vers 11, Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Lasst uns alle vereinigen und den Krieg stoppen, den wir alle gegen uns führen. Beginnen wir mit dem Krieg gegen den wahren Feind, der Feind in uns selbst. Lasst uns eine Schlacht gegen unsere üblen Angewohnheiten führen, üble Sünden und üble Eigenschaften. Lasst uns unsere Seelen reinigen. Lasst uns die Erde mit unserem frommen Licht erleuchten. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe du hast oder wie wohlhabend du bist. Der Weg zu Gott kann uns alle vereinigen, unter dem, der uns alle erschuf. Lasst uns drum bemühen, zusammenarbeiten und zusammen kämpfen, um die Veränderung zu sein, die wir uns für diese Welt wünschen. Es braucht nur einige Taktiken, ausgeführt in wenigen Tagen. Noch kannst du deine Sünden bereuen. Syntax.de. Der Tod genügt als Ermahnung.